Hallo, Dienstag, der 11.7. in der Nach-G20-Woche. Und ja, man merkt deutlich, es ist eigentlich Sommerpause, denn es passiert gar nichts. Gar nichts ist übertrieben. Natürlich passiert das hier das eine oder andere, aber ich würde mich gerne mal auf andere Sachen konzentrieren als auf die G20-Sachen. Aber irgendwie, selbst das Verfassungsgerichtsurteil heute zum Tarifvertrag ist irgendwie schon fast. Tatsächlich ist es sogar schon echt verschwunden aus den auf den ganzen. Es ist jetzt 15:53 Uhr bei mir hier und es ist tatsächlich schon von das war, ist heute Mittag verkündet worden und ist tatsächlich schon überall verschwunden auf den Seiten von Spiegel Online, Taz, Zeit, FAZ, Süddeutsche. Man muss es jetzt schon wirklich suchen. Ja. Bleibt mir nicht viel übrig, als mich tatsächlich weiter mit G20 zu beschäftigen. Ungern, aber leider ja. Ungern, aber leider ja. Ja, was, ne, ich hatte ja die Tage berichtet, dass Journalisten während des G20 die Akkreditierung entzogen wurde, ohne Begründung. Und dazu gibt es jetzt neue Informationen, und zwar tatsächlich auf dieser Liste, auf dieser schwarzen Liste mit kritischen Journalisten standen 32 Namen. Nur 9 davon wurde die Akkreditierung entzogen, weil die anderen einfach nicht im Pressezentrum erschienen sind. Nicht ins Pressezentrum gekommen sind, beziehungsweise gar nicht rein wollten ins Pressezentrum. Ja, alle anderen, diese 9, denen wurde das entzogen. Warum, wissen Sie eigentlich immer noch nicht. Das Ding ist, ne, also das BKA, was dafür, also generell, wie läuft es überhaupt ab? Also, wenn so eine Sache ist, muss man sich als Journalist akkreditieren lassen über ein Online-Formular. Das schicken an das Bundespresseamt. Und die entscheiden, wer bekommt eine Akkreditierung und wer nicht. Und hier waren tatsächlich beim Gipfel über mehr als 4.800 Journalisten aus der ganzen Welt und außerdem Vertreter von NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, für das Medienzentrum akkreditiert. 32 davon sind jetzt halt auf eine schwarze Liste gekommen. Und zwar am Freitag gab es dann diese Liste. Ist dann während des Gipfels die Akkreditierung entzogen worden. Wie gesagt, warum? Das ist nicht so ganz uns einfach nicht so ganz einfach draufzustehen, nicht so einfach in Erfahrung zu bringen. Also generell gibt es das Gesetz, dass das BKA informieren muss, welche Daten in polizeilichen Datenbanken über eine Person gespeichert ist. Das nutzte diesen Journalisten allerdings relativ wenig, weil diesen Antrag auf Einsicht hätten sie per Post stellen müssen an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Und ne, selbst wenn sie den am Freitag losgeschickt hätten, dann hätten sie spätestens, beziehungsweise frühestens irgendwie übernächste Woche, kriegen sie jetzt dann also Antwort darauf. Da ist der Gipfel halt längst vorbei. Kann man halt auch keinen Einspruch mehr einlegen dagegen. Das Bundespresseamt wollte sich halt auch nicht auf Nachfrage irgendwie dazu äußern. Was denn da für Sicherheitsbedenken tatsächlich gegen diese 32 Journalisten vorgelegen haben? Interessant ist natürlich, dass also es gibt zwei verschiedene Arten von Journalisten. Einmal die Journalisten, die sehr kritisch über den Polizeieinsatz vom Donnerstag berichtet haben. Die standen auf dieser Liste. Und dann, und das finde ich halt besonders erschreckend, und wenn sich das, wenn das zutreffen sollte, sind das Journalisten, die zum Beispiel, das wären hier der Fotojournalist, beziehungsweise die beiden Fotojournalisten, Chris Grodotzky und Jörn Kietzmann. Kietzmann hatte ich ja sogar schon damals, als das tatsächlich stattgefunden hatte, hatte ich den Tweet ja veröffentlicht. Der ist bei der Fotoagentur Action Press, arbeitet unter anderem auch viel mit der Taz zusammen, und Chris Grodotzky ist bei Spiegel Online. Und die sind beide auch schon einmal gemeinsam verhaftet worden, und zwar als es um den Syrien-Konflikt ging in der Türkei.
Und es, wie gesagt, das ist tatsächlich, das ist ein Verdacht, da gibt es noch keine hinreichenden Beweise dafür, aber für Experten ist es ganz klar, laut ARD, und jetzt also nicht, auch nicht nur irgendein hinterweltliches irgendwie Nachrichtenmagazin, sondern laut der ARD, dass diese vermeintlichen Erkenntnisse, warum denn diese Journalisten ein Sicherheitsrisiko sind, gar nicht vom BKA kamen, sondern vom türkischen Geheimdienst. So, wenn das tatsächlich wahr ist, dass der türkische Geheimdienst hier entscheidet, welche Journalisten hier zugelassen werden und welche Journalisten nicht, dann ist das natürlich ein Verstoß gegen unsere Rechtbarkeit sondergleichen. Zuzutrauen, finde ich, ist es der Polizei und unseren Sicherheitsbehörden allemal. Das Zweite ist halt einfach, dass diese Sperrlisten einfach so wie, ne, wie auf Handzetteln an die Polizisten verteilt wurde. Und jeder konnte im Grunde genommen drauf gucken auf diese Listen. Das ist einfach, also das ist komplett ungeschützte Weitergabe und Verwendung der Liste. Und das ist einfach ein Datenschutzverstoß, der geht auch überhaupt nicht. Aber was schert schon unsere Polizei die Gesetze? Das interessiert die halt nicht wirklich. Da wird jetzt lieber abgelenkt darüber mit den bösen Linken. Ja, das ganze Bundesländer hier in Deutschland komplett rechts sind und eine Ausschreitung gegen Flüchtlingsheime und nöcher, da ist es, ja. Da wird jetzt hier eine, wie immer, auf dem linken Auge übersensibilisiert, auf dem rechten Auge blind. Und die Polizei kann sich aufführen wie eine Gang, wie eine Besatzungsmacht. Jawohl. So, also das gerade mit diesen, mit diesen, mit der, mit der, mit dem Akkreditierungsentzug bei den Journalisten, das wird noch weitreichende Konsequenzen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil, ne, wenn man gegen linke Demonstranten vorgeht, das ist dann schnell vergessen und bla bla bla. Ne, das haben dann die Chaoten erreicht, dass die einfach diskreditiert sind. Als Linker ist man jetzt diskreditiert, da hat man nichts mehr zu sagen, hat man nichts mehr zu melden. Da muss ich man sich dann halt auch einfach in diesen ganzen Logorö von diesen rechten, ekelhaften Menschen wie Hermann oder de Maizière anhören. Und selbst solche eigentlich relativ gemäßigten Menschen wie Peter Altmaier, die seiern dann irgendwelchen Blödsinn von terroristischen Akten rum. Und heute auf Phoenix musste ich mir dann halt anhören von diesem Fatzke als von Moderator, wie heldenhaft die Polizisten um ihr Leben gekämpft haben. Da geht mir echt die Galle hoch. Da, normalerweise muss man solche Leute nehmen, dann halt auch einfach. Und links und rechts müssen die mal einmal eine zum Wachkriegen eine gewatscht bekommen. Echt sorry. Mit einem nassen Lappen einmal. Zack, zack. Vielleicht werden sie dann mal wach. Die heldenhaft um ihr Leben gekämpft haben. Grundgütiger, echt, wo sind wir hier gelandet?